Ist das deutsche Wirtschaftswunder jetzt vorbei? Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Markeflüster. Es ist gemeint, das Wirtschaftswunder in Deutschland, während die Eurozone ja richtige Probleme hatte, insbesondere in der Europäeriphrie, stand Deutschland ja super da. Aber das könnte, das dürfte sich bald ändern, zumal die Langfristperspektive nicht wirklich gut aussieht für das Land. Schauen wir uns mal an, was heute wichtig war am Wochenauftakt. Das startet mit China. Da gab es ein bisschen Verstimmung, weil der chinesische Einkaufsmanagerindex in China doch unter der Erwartung ausgefallen ist, 50,8. Das ist der offizielle Einkaufsmanagerindex aus China. Da gibt es ja so den einen oder anderen Zweifel, ob diese Zahl wirklich zu gebrauchen ist oder grundsätzlich manipuliert ist. Die Erwartung wurde jedenfalls verfehlt. Das ist das verarbeitende Gewerbe, Dienstleistungssektor etwas besser, aber auch unter der Erwartung. Es deutet vieles darauf hin, dass die chinesische Wirtschaft sich weiter abkühlt. Zumal heute die Meldung, dass der Goldpreis in Shanghai unter den Preis in London gefallen ist. Normalerweise ist in Shanghai, muss man immer 2, 3, 4, 5 Dollar mehr bezahlen als in London. Das liegt eben an der Nachfragesituation. Jetzt ist im Februar das Neujahrsfest und normalerweise zieht um diese Saison der Gold oder die Goldnachfrage stark an. Ist dies ja nicht der Fall. Das zeigt, dass die Chinesen wahrscheinlich nicht so viel Geld in der Tasche haben, um sich eben Gold zu kaufen. Ein echtes Warnsignal. Wir hatten dann die Daten aus Deutschland. Hier der Einkaufsmanagerindex enttäuschend mit 51,4. Die Erwartung war 51,8. Okay, der Wert war besser noch als im Vormonat, als wir unter der 50er Marke lagen. Das wohl durch die Urlaubszeit bedingt, aber dann hatte man eben damit gerechnet, dass hier Nachholeffekte sind, aber die sind ein bisschen schwächer ausgefallen, auch in der Eurozone insgesamt war der Wert etwas unter der Erwartung, besonders aufgefallen wieder Italien mit einem Wert unter der 50er Marke, das heißt Kontraktion, die Wirtschaft schrumpft in Italien, dort ohnehin Deflation, das ist das große Thema und wenn man sich mal hier diesen Einkaufsmanagerindex aus der Eurozone ansieht, dann stellt man fest, dass die Unternehmen auf breiter Front die Preise gesenkt haben. Das wiederum deutet eben darauf hin, dass nicht nur in Italien Deflation möglicherweise ein Problem wird, sondern in der gesamten Eurozone, früher oder später dann auch in Deutschland, mal abgesehen von den Vermögenspreisen wie Aktien und Immobilien, da geht es ja grundsätzlich bergauf. Wir hatten dann Daten aus den USA, die Bauausgaben schwächer als erwartet, minus 0,4%, eigentlich hier 0,8 erwartet, aber dann der bärenstarke ISM-Index 59,0, deutlich über der Erwartung von 56, der stärkste Wert seit 3 Jahren. Alle Komponenten, die in diesem ISM-Index enthalten sind, waren wirklich gut. Aber schauen wir jetzt mal nach Deutschland, schauen wir uns mal den ISM, den Einkaufsmanager-Index an hier und wir sehen hier einen klaren Abwärtstrend. Das ist das verarbeitende Gewerbe hier in Deutschland. Wir sehen hier diesen klaren Abwärtstrend. Es geht nach unten und wenn wir uns folgende Bevölkerungspyramide mal anschauen, dann sehen wir, dass der Anteil in Deutschland der nicht erwerbstätigen Bevölkerung natürlich immer größer wird. Die Bevölkerung altert, die Geburtenrate ist deutlich unter der Reproduktionsmarke und dazu kommt, dass wenn dann die Bevölkerung abnimmt, dann dürfte nach 2040 sowohl England als auch Frankreich mehr Menschen, mehr Bevölkerung haben als Deutschland. Das zeigt, dass die Perspektiven für Deutschland nicht wirklich großartig sind, im langen Zeitfenster im Mindesten, auch wenn wir subjektiv irgendwo glauben, dass hier wir im Paradies leben, weil es uns ja im Vergleich zu anderen europäischen Staaten ja durchaus gut geht. All solche Dinge finden Sie zum Beispiel auf www.finanzmarkt.de, wie der Finanzmarkt und die Welt. Jetzt mal rein in den Charts, jetzt wollen wir schauen, was der DAX zunächst mal aus der Situation macht. Wir haben heute latente Schwächekonten mit einem Gap nach oben schon eröffnet, also mit einer Kurslücke nach oben. Dann ging es über die 9300er Marke, aber da war dann Schluss. Jetzt ein bisschen Druck, 9240, eben die Einkaufsmanager-Indizes aus der Eurozone wie auch aus Deutschland, die sorgen hier für Verstimmung. Was macht der Dow Jones Index? Der sieht die Sache ein bisschen entspannter, 17.344 aktuell, also die Amerikaner, die zeigen hier wenig Reaktion, während eben in Europa doch die Verstimmung über die Einkaufsmanager-Indizes greifbar ist. Was macht der Euro? Der ist heute Nacht auf den tiefsten Stand des Jahres gefallen bei 1,2440, kann sich jetzt wieder ein bisschen erholen, aber so über der 1,25, da ist Schluss. Erstaunlich, dass der Euro nicht mehr Druck hat nach den schwachen Zahlen der Einkaufsmanager-Indizes aus der Eurozone. Vielleicht ist hier erstmal kurzfristig ein Boden erreicht, wenngleich uns der Glaube daran fehlt. Morgen allerdings die Midterm-Elections in den USA, also die Wahlen in den USA, da ist davon auszugehen, dass die Republikaner gewinnen. Das könnte dann wieder Budgetschwierigkeiten geben zum Ende des Jahres hin. Das wäre dann ein Belastungsfaktor möglicherweise für den Dollar. Schauen wir uns mal hier den Dollar-Yen an. Und wir sehen hier am Freitag ja die Aktion der Bank of Japan, ultralaxe Geldpolitik, nochmal gesteigert. Hier diese massive Kerze und es geht weiter nach oben. Wir sind bei 113,93, unglaublich.
Das Ende der Fahnenstange dürfte hier noch nicht erreicht worden sein. Was macht das Gold? Das ist auch heute wieder auf den tiefsten Stand des Jahres gefallen, respektive Freitag und dann heute Morgen. Wir sind bei 1106,69. Haben uns von den Tiefs hier ein bisschen erholt, die wir bei 1161 gebildet haben. Diese Zone müsste halten, in dieser Zone 1155 bis 1161, da ist Unterstützung, dass hoffen die Goldbullen, dass diese Marke hält. Schauen wir uns mal das Öl an, das nicht wirklich hier wieder nach oben geht. Wir sind knapp über der 80er Marke, können uns von dieser Marke aber nicht absetzen. Nach wie vor das Thema Überangebot und möglicherweise eine Allianz zwischen den USA und Saudi-Arabien, die es nicht ungern sehen, wenn Russland und zum Beispiel Iran massiv unter Druck kommen. Schauen wir uns mal, um etwas Erfreuliches, mit etwas Erfreulichem abzuschließen, hier die Commerzbank an, eine Aktie, die heute 1% etwa gewinnen kann. Einer der Tagesgewinner ist im DAX. Klar, man hat den Stresstest bestanden, das sorgte für Käufe. Die Aktie ist aber noch nicht aus dem Schneider. 12,90 Euro hier der nächste Widerstand, der könnte noch angelaufen werden, aber dann wird es auch für die Commerzbank wieder eng. Schauen wir mal, wir gehen davon aus, dass die Aktienmärkte sich erholen werden. Die Liquidität wird das große Thema sein. Heute Ernüchterung über die Einkaufsmanager-Indizes, aber morgen ist wieder ein neuer Tag und da dürften die Amerikaner wieder die Schritte vorgehen, die dann der DAX nachgehen wird. Ich wünsche einen schönen Feierabend, machen Sie es gut, bis dann, ciao. We'll be right back.